Was ist die Utility eines Reward Tokens? Ein Token oder ganz allgemein im Grunde jedes Asset hat nur dann nachhaltig einen Wert, wenn es einen Nutzen gibt. Aktuell wird häufig zum Beispiel davon gesprochen, dass der Nutzen von Bitcoin das Bewahren von Wert gegen die Inflation ist. Bei einem Reward Token nennt man den Nutzen häufig auch Utility. Utility ist also das, was man mit dem Token machen kann oder das, wozu der Token gut ist. Einige Möglichkeiten sind unter anderem zum Beispiel das Voting bzw. die Governance. Die User bekommen ein Mitspracherecht bei der Gestaltung und dem Betrieb der Plattform und die Anzahl der Tokens, die ein User hält, legt fest, wie viel Einfluss der User hat. Beim Burning werden Reward Tokens von der Plattform durch die laufenden Einnahmen auf dem Markt zurückgekauft und dauerhaft aus dem Verkehr gezogen. Dadurch sinkt der Supply des Tokens, der Token wird seltener und steigt möglicherweise im Wert. Beim Investing werden die Reward Tokens verwendet, um in andere Projekte zu investieren, zum Beispiel über ein Launchpad. Die User können ihre Tokens an neue Projekte abgeben und erhalten so Anteile an den neuen Projekten. Die Reward Tokens können auch als Lose für eine Lotterie verwendet werden. Sie werden dann bei der Ermittlung der Gewinner häufig aus dem Verkehr gezogen, was dem Burning gleichkommt, nur dass das Burning durch die Gewinne zusätzlich incentiviert wird. Wenn der Reward Token einen Wert hat, dann steigt zumindest in der Theorie der Kurs des Tokens. Natürlich gibt es auch Plattformen, bei denen der Nutzen des Tokens nur den Plattformbetreibern selber zugutekommt. Denkbar ist zum Beispiel eine Pyramidenstruktur bzw. ein Ponzi-Scheme und der Wert des Tokens ist dann nicht nachhaltig gegeben. Dennoch ist der Nutzen des Tokens dann der Nutzen des Betrugs. Ebenso verhält es sich bei Scams und sogenannten Rugpulls, wo der Betreiber der Plattform mit einem Teil der eingelegten Assets oder den Assets insgesamt durchbrennt. In diesen Fällen wird der Kurs des Tokens auf Null fallen. Normalerweise, das heißt, wenn die Plattform kein Betrug ist, sieht der Kursverlauf des Tokens eher so aus. Das heißt, nach einem anfänglichen Pump und einem anschließenden Dump normalisiert sich der Kurs auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Utility des Reward Tokens ist der wichtigste Teil eines Yield Farming Konzeptes, auf den es ankommt, wenn man beurteilen möchte, wie nachhaltig eine Plattform angelegt ist. Wenn das Konzept zur Utility schwach ist, wird die Plattform auf lange Sicht scheitern und die Investition ebenfalls.